Wir sind in Bad Segeberg, wir sind bei Hiesler Hörtechnik und haben natürlich zwei Fragen. Das erste ist, Sie sind auf, Sie bleiben auf, aber das dritte ist, was bedeutet das für Sie? Haben Sie normale Öffnungszeiten noch? Wir haben normale Öffnungszeiten, wir sind für unsere Kunden da, wir wissen, was es heißt, wenn man nicht hören kann. Wir wissen, wie wichtig gerade jetzt hören ist, dass man die Nachrichten richtig versteht, dass die Leute, die arbeiten, auch ihre Arbeit machen können. Und die Leute, die andere zu Hause pflegen, dass sie darauf angewiesen sind, dass sie sofort auf Zuruf kommen können. Und dafür ist es wichtig und ich bin da zu den normalen Öffnungszeiten. Das heißt, die Versorgung ist gesichert, aber was bedeutet das Ganze für Sie als Unternehmerin? Ich sehe hier kaum Menschen in der Fußgängerzone. Was bedeuten diese Tage für Sie? Also wir haben viele Terminverschiebungen, wir haben aber auch viele Kunden, die dann plötzlich sagen, oh, kann ich schnell nochmal kommen? Und sind Sie da? Und wir sind da und es ist nur eben auch so, wir sind natürlich auch nur so lange da, wie wir irgendwie uns halten können. Ne? Das weiß natürlich keiner, wie lange das anhält, aber solange es geht, sind wir da. Und es ist eben auch wichtig, dass sich ja jemand drum kümmert um die Kunden. Und für mich bedeutet das natürlich Terminverschiebung, auch Einnahmenverschiebung. Und das kann eben keiner abschätzen, wie lange man sowas durchhält. Ich höre aus Berlin, da wird unglaublich viel Geld versprochen über die KfW, was in die Unternehmen kommen soll und damit auch wieder als Lohn an die Mitarbeiter. Wie ist da die Situation? Haben Sie mit Ihrer Hausbank, mit der KfW irgendwo schon Kontakt gehabt und gibt es da irgendwelche Tendenzen? Hören Sie etwas aus dem Bankenbereich? Also ich habe mir das durchgelesen. Es hieß, das ist noch nicht richtig in Tüten. Das soll erst noch kommen. Wir hoffen natürlich für Kleinstunternehmer, dass da auch was ankommt bei uns. Kredite nützen uns gar nichts. Was uns nützen würde, wären nicht so genauso wie meine Termine verschieben kann, dass wir auch an andere Kosten verschieben können. Und dass sie vielleicht, das also ideal wäre, wenn uns man uns wirklich helfen möchte, monatlich Miete und Löhne und Krankenkassenkosten übernommen werden. Besonders bei Krankenkassen ist das wichtig, denn da wird man ja ziemlich schnell raussortiert, wenn man nicht bezahlt. Und da wäre das wichtig, dass man was tut, dass die Krankenkassen, dass man in den Krankenkassen bleiben kann, in den gesetzlichen Krankenkassen. Und auch die Wiederaufnahme von den Leuten, die jetzt selbstständig sind, dass die also da wieder reinkommen. Denn Dr. Denker hier in Bad Segeberg kann jetzt nicht alle behandeln, wenn bei uns was passiert. Wie lange kann man als selbstständiger Unternehmer die Situation durchhalten? Was denken Sie? Das kann ich überhaupt nicht abschätzen. Also ich habe letztes Jahr erst einen Umzug hinter mir von einem anderen Standpunkt im Bad Segeberg hierher. Und da sind schon ziemlich viel Töpfe aufgebraucht. Und wie lange ich das hier durchhalte, weiß ich nicht. Aber wir werden es versuchen. Na, und ich hoffe, dass wir es nur alles verschoben ist und nicht, dass da irgendwo was wegbricht. Also auch hier, wenn Sie Ihren lokalen Mittelstand unterstützen wollen, kommen Sie vorbei. Die den Laden aufrechterhalten, sind da. Sie können rein. Vielen Dank an dieser Stelle. Dankeschön. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.